Ich habe als Jugendlicher gern gezeichnet, mehr aquarelliert. Und mit 12 Jahren dann kam mir die Idee, ich werde Maler. Nächsten Tag dann bin ich mit dem Fahrrad nach Wels gefahren, in die Bücherei, und wollte wissen, was Malerei ist. Ich wollte mal schauen, was das ist. Und dann haben sie mir ein Buch, wahrscheinlich war es ein von Rembrandt, so ganz ein dünnes, auf Holzpapier gearbeitete Malereien. Und das war eine braune Sauce. Und da habe ich gedacht, nein, das, man sieht ja kaum was. Also Maler werde ich nicht. Und habe aber dann trotzdem weitergearbeitet, gezeichnet. Und das war dann mit 14, dann hat ein Lehrer dann uns aus so Kalenderblätter Impressionisten gezeigt. Cézanne, Van Gogh und Manet und so. Und dann nur hochgehalten, nicht so sekundenlang. Und da habe ich gesehen, also das ist, was ich will.